Recht herzlich auch offiziell begrüßen zum vierten Abend der Fair Finance Week hier in Frankfurt. Wie gesagt, wir sind heute am vierten Abend gestartet, am Montag mit unserem Netzwerk. Ich gucke gerade, wo die Netzwerkpartner denn alle dabei sind. Das ist einmal die Evangelische Bank, das kann ich direkt sagen, weil Herr Erler in der Mitte steht. Es sind weiter Eurokredit, die Silvia Winkler ist im Hause, kommt gerade mit dem Roll-up rein. Es ist noch die GLS Bank dabei. Herr Schnitzbauer ist leider etwas gesundheitlich schon angeschlagen nach den ersten drei Abenden. Und wir hoffen, dass er morgen Abend wieder fit und dabei ist. Ja, und wir sind eben ein Netzwerk, die diese Abende veranstaltet. Am Montag gestartet mit der Evangelischen Bank als offizielle Startveranstaltung. Sogar der hessische Finanzminister kam dazu. Am Dienstag dann Eurokredit, gestern die GLS Bank. Und heute sind wir als Triodos Bank an der Reihe als Gastgeber. Und das ist gute Tradition so. Und was mir auch immer gefällt, wir haben immer wieder unterschiedliche Orte. Das ist mir erst in der Vorbereitung für den heutigen Abend bewusst geworden, dass wir als Triodos Bank in all den drei Jahren kein einziges Mal an dem gleichen Ort waren. Beim ersten Abend dachten wir, da kommen nicht so viel. Das machen wir bei uns in den Räumlichkeiten. Dann hat dann die FAZ berichtet, es waren 100 Teilnehmer da. Es passen nur 40 rein. Den zweiten Abend haben wir dann in den gleichen Räumlichkeiten wie Herr Erler in einem Gemeindehaus gemacht, in einem Zentrum der Stadt und heute jetzt im Ökohaus. Wenn Sie heute Abend erwarten, dass Sie viel hören zu nachhaltigen Bankprodukten und nachhaltigem Banking, muss ich Sie enttäuschen. Wenn Sie erwarten, dass Sie was zum Thema Geld hören und sich zum Thema Geld austauschen wollen und können, dann sind Sie genau richtig. Das ist nämlich eine unserer im Prinzip Motivationen, tätig zu sein. Wir wollen das, den bewussten Umgang mit Geld steigern, wirklich zu reflektieren, welche Rolle hat Geld, was ist Geld. Und das sei vielleicht dazu noch gesagt, wenn es um Banking geht. Viele denken ja, eine Bank hat Geld. Das ist komplett falsch. Sie sind die Banker. Sie entscheiden, wo das Geld hingeht. Sie treffen die Entscheidung, welcher Bank Sie vertrauen und einen Auftrag geben. Also von daher, wenn man es genau nimmt, wir sind gar nicht die Banker, sondern Sie sind die Banker. Ja, und Sie gucken, was dann hinterher auch mit dem Geld passieren kann. Ja, das genug der Vorrede. Ich darf weitergeben an Florian Koster, den heutigen Abend moderiert. Und er wird Ihnen dann auch die Gesprächspartner des heutigen Abends vorstellen. Viel Spaß und gute Gespräche wünsche ich. Auch ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute das Thema gutes Leben und welche Rolle kann Geld dafür spielen. Da steht die ganze Woche der Fair Finance Week schon drunter und wir haben uns überlegt bei den Vorbereitungen, das sind eigentlich zwei sehr, sehr spannende Fragen, zwei sehr komplexe Fragen, vor allem Fragen, die sich jeder wahrscheinlich komplett anders beantwortet. Was ist für jemanden eigentlich ein gutes Leben? Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir möchten möglichst viele Menschen und versuchen, möglichst verschiedene Menschen hier zu Wort kommen zu lassen. Eigentlich Sie alle, aber damit das Gespräch ein bisschen besser in Schwung kommt, haben wir uns 5 Gäste eingeladen, die wir Ihnen gleich vorstellen möchte, die wir an den einzelnen Tischen positioniert haben. Das heißt, Sie sitzen schon neben einem der Redner des heutigen Abends. Wir werden gleich durchgehen, die werden Ihnen gleich etwas erzählen zu einem Thema, einer Sichtweise, die Sie besonders bewegt. Und dann werden wir das Ganze an den Tischen besprechen. Sie haben Möglichkeiten, sich auszutauschen. Wir werden eine Reihe ummachen. Jeder wird es vorstellen. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich brennend, jetzt sitze ich aber leider am falschen Tisch, unter der Hoffnung, dass das nicht zu einer richtigen Völkerwanderung wird, können Sie gerne nochmal tauschen. Wenn Sie sagen, das Thema finde ich spannend, dann können wir das gleich nochmal machen, bevor wir dann in die einzelnen Diskussionen einsteigen. Dann würde ich eigentlich schon gleich zu unseren ersten Rednern und Gästen kommen. Ich freue mich ganz besonders, dort hinten am Tisch in der Ecke Josephine Deswaan vorzustellen. Josephine Deswaan war lange Jahre Anwältin im Immobilienbereich und hat angefangen, in beratender Funktion und in Aufsichtsräten in nachhaltigen Unternehmen und Institutionen tätig zu werden, insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur und Gesundheit.
Ein bekanntes Beispiel, Josephine, ist auch Aufsichtsratsvorsitzende der Firma Fairphone, die viele bestimmt kennen. Das ist so der echte Wettbewerber zu iPhone und Samsung. Dem funktioniert auch, brennt auch nicht. Und Josephine ist heute hier vor allem wegen einer Funktion. Sie ist auch Aufsichtsratsvorsitzende der Saat-Stiftung. Wer das noch nicht gehört hat, ist nicht schlimm. Ich möchte es kurz erklären. Die Tritusbank hat eine sehr, sehr besondere Rechtsform. Es ist eine Aktiengesellschaft niederländischen Rechts. Aber um sicherzustellen, dass kein Investor sich in die Bank einkauft und anfängt, Dinge zu ändern oder Einfluss zu nehmen und die Mission der Bank zu verändern, war es von Anfang an so konzipiert, dass es eine Stiftung gibt, die alle Anteile dieser Bank hält. Und die Stiftung führt quasi mit der Bank zusammen die Bankgeschäfte und stellt so sicher, dass das, was Herr Schömann Ihnen auch gerade berichtet hat, auch so bleibt. Und Josephine Swan kommt von dieser Stiftung und hat deswegen auch besondere Aspekte, die sie beleuchten kann, wenn es um das Thema Geld geht. Und das Ganze natürlich auch aus ihrer persönlichen Sichtweise, wie sie aus einem harten, anstrengenden Anwaltsjob sich überlegt hat, auch in solche Bereiche hineinzugehen und da tätig zu werden. Ihr Statement, was sie uns gleich ein bisschen berichten wird, ist, man kann viel erreichen, vor allem Geld kann viel erreichen. Das sehen wir jeden Tag als Bank, wenn man es richtig einsetzt. Und nötig ist dafür, das Bewusstsein, Zeit und auch Geld richtig einzusetzen. Damit, liebe Josephine, möchte ich schon mal an dich übergeben. Florian hat mich gefragt, ein ganz persönliches Story zu erzählen. Ja, und ich bin ein bisschen bescheiden, also das ist ein bisschen schwierig, aber wir machen das. Ich habe einen Trick. Ich frage Ihnen erst eine ganz persönliche Frage, stelle Ihnen eine ganz persönliche Frage. Wer von Ihnen schreibt Tagebuch? Ist da jemand, der Tagebuch schreibt? Doch, ein paar Personen, ja. Und vielleicht hat jeder von Ihnen eine WhatsApp-Gruppe mit Familie oder Freunde. Wer hat das? Nicht? Okay. Ja, und wenn ihr dann einen Zettel habt, dann war meine Frage, bitte schreibt doch auf, was für Themen widmet ihr das Tagebuch oder der WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr das nicht habt, dann ist das, ja, dann gehe ich nur weiter. Weil ich Ihnen gern erzählen wollte, dass ich jeden Tag kurz in mein Tagebuch schreibe und dann habe ich einige Themen, die ich ohne Absicht darin schreibe. Und die Themen sind eigentlich meine Familie, meine Freunde, Begegnungen mit ins Geschäft oder nur ins Laden, Gesundheit natürlich, das Wetter, ziemlich oft das Wetter, aber auch viel über die Natur und ziemlich viel über gesellschaftliche Entwicklungen. Und ja, die letzte Zeit frage ich dann in mein Tagebuch, was jetzt? Was müssen wir jetzt tun, wenn in den USA die Leute Trump gewählt haben? In unserer Familie-WhatsApp-Gruppe ist es ganz praktisch. Es handelt sich um Noten an die Uni oder in die Schule, aber auch, was man einkaufen muss oder verschiedene Termine. Und wenn ich dann rückschaue, ziemlich kurz, dann zeigte es sich aus, dass ich niemals, wirklich niemals, mein Tagebuch oder der WhatsApp-Gruppe den Substantiv Geld widme. Niemals. Geld kommt darin nicht vor. Und dann bin ich mich bewusst geworden, dass das eigentlich, das Auslassen des Substantivs Geld eigentlich ganz kongruent erscheint mit dem einprägenden Leitmotiv meiner Eltern. Das war, man spricht nicht über Geld, man redet nicht über Geld. Und das war bei mir in meinem Leben vor einigen Jahren ganz anders. Florian hat erzählt, was ich heutzutage mache oder tue oder welche Verantwortlichkeit ich trage. Aber vor einigen Jahren war das anders. Ich war Rechtsanwaltin im Immobilienbereich, im Public-Private Partnerships. Ich war eine der jüngsten Partnerinnen einer internationalen Anwaltfirmen in die Niederlande. In 1999 war ich ebenso die jüngste weibliche Partnerin in Holland und ich fand das toll.
Und jeden Tag endete mit einem Ritual. Man stellte sich vor, ich kontrollierte das Formular, worauf man jede sechste Minute verantworten musste und dadurch jeden Tag genau berechnen könnte, wie viel Geld man verdient hat. Ja, und ich war zufrieden, mein Tag war gut, wenn ich 8 Honorarstunden Geld verdient hat. Mein Tag war schlecht, wenn es weniger als 8 Honorarstunden gegeben hat. Also, wenn es weniger war, dann ging ich zu Hause und arbeite straff durch. Ja, und jedes Vierteljahr gab es dann die Frage bei uns in die Anwaltsfirmen, wer ist der King oder die Queen? Und das heißte, wer hat die höchste Jahresumsatz? Und je höher der Jahresumsatz, je größer die Macht oder auch, kann man sagen, die Autorität des Anwalts. Also, wie viel man verdiente, das prägte sich direkt ein in die Macht oder die Autorität ins gesellschaftliche Leben dort in unserem Büro. Für mich war das ziemlich einfach, weil meine Praxis war wirklich sehr eintraglich. In das Büro verteilten wir das Gewinn in ähnliche Stücke, aber umso größer natürlich die Unterschiede zwischen die einzelnen Beiträge, umso intensiver würde die Diskussion, ob dieses System haltbar war. Ja, und dann änderte sich mein Leben. Ich denke, für Ihnen ziemlich vorhersehbar, aber für mich nicht. Und die Änderung war eigentlich ganz einfach. Wir bekamen Kinder. Und unser erster Kind wurde 3 Wochen zu früh geboren. Und das kam, weil ich bis zum Sonntagabend gearbeitet hatte, weil ich wusste, dass ich trotz Mutterschafts meinem Jahresumsatz doch realisieren wollte. Ja, und dann hat man eine neue Rolle und eine neue Verantwortung. Und diese stellte mich vor die Frage, was sind die wichtigen Werte für meine Kinder und was für Kinder oder was für Menschen wolle ich erziehen? Und die Antwort war eigentlich ziemlich schnell ganz klar. Die Antwort war, ich möchte Menschen erziehen, die sich kümmern um die Welt, um andere Menschen, um die Natur. Ich möchte auch Menschen erziehen, die vertrauen und die vertrauenserweckend sind. Und ich möchte Menschen erziehen, die ihre Werte tatsächlich leben. Ich schaute in den Spiegel und dachte, walk the talk. Oder hier in Deutschland sagt man, glaube ich, Butter beim Fisch. Und ja, das war auch wieder so ein führendes Prinzip, das meine Eltern mich eingeprägt haben. Wenn ich mich entschieden hatte, aus dem Anwaltpraxis auszusteigen, war es klar, dass wir es uns viel und viel kürzer treten müssten. Ziemlich kurz. Aber das war gar nicht schwierig. Das Schwierigste war eigentlich die Abgabe meiner beruflichen Identität und die Abgabe vieler Komplimenten jeder Tag und die Macht und Autorität, die ich hatte. Doch ziemlich schnell zeigte sich viele positive Erfahrungen. Was ich bekam, war Zeit. Was ich bekam, war Aufmerksamkeit für andere Menschen, für meine Freunde, für meine Familie und für die Natur. Und eigentlich all diese Themen, die da in meinem Tagebuch jetzt heutzutage sein. Und es zeigte sich, dass Zeit wirklich meine Qualität des Lebens bestimmte und beeinflusste. Dann kam auch eine andere wichtige Frage. Und die Frage war, woran widme ich dann meine Zeit und wo verdiene ich mein Geld? Und woran widme ich mein Geld? Und eigentlich für mich das Wichtigste, wo verzichte ich aufs Geld? Und Leitmotiv bei dieser Frage war für mich immer, wo nehme ich meine Verantwortung in die Gemeinschaft und wo kann ich in die Gemeinschaft meine persönlichen Werte und Entwicklung einbringen.
Und damals habe ich mich entschieden, wie Florian erzählt hat, meine Erfahrung, meine Energie im Bildungsbereich, Gesundheitsbereich und Kulturbereich einzubringen, weil ich denke, das sind die Bereiche, zusammen natürlich auch mit der Natur, wo die Lebensqualität jeder Mensch jeden Tag beeinflusst wird und positiv beeinflusst werden kann. Spielt Geld dann gar keine Rolle? Das ist natürlich die Frage und das Antwort ist auch ganz klar. Geld spielt eine wichtige Rolle, aber nicht als Ziel und nicht als eine Angabe der Lebensqualität. Geld spielt eine ganz andere Rolle. Geld schafft Möglichkeiten. Geld ist ein Hebel. Geld spiegelt jeden Tag meine Wahl und meine Absicht. Geld spiegelt unsere Verbindungen und Geld realisiert Verbindungen, vermittelt Verbindungen. Und letztendlich ist das so auch ein Spiegel unserer persönlichen Werte und Tugenden, wie zum Beispiel Besonnenheit oder Gerechtigkeit, Brüderlichkeit. Und Geld finanziert und schafft Änderungen. Und wenn ich das so sage, dann ist es doch klar, dass mein Tagebuch letztendlich doch Geld gewidmet ist, aber nicht, weil ich den Substantiv Geld schreibe, aber weil alles, was ich tue, irgendwann, irgendwo doch eine Verbindung mit Geld hat. Geld verdient es, dass wir über Geld reden. Das ist wirklich die Sache. Aber heutzutage sind die sozialen, nachhaltigen und kulturellen Aufgaben gigantisch. Und die werden wir nicht schaffen, wenn wir keine Verantwortung nehmen fürs Geld und fürs Finanzbereich. Also lassen wir den Finanzbereich ändern, dann ändern wir die Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann möchte ich überleiten zu unserem zweiten Gast, Herrn Wolfgang Schwarzfischer. Wunderbar, vielen Dank, Herr Schwarzfischer. Dann kommen wir zu unserem dritten Gast, Holger Thiesen. Holger, wir haben uns vorher schon mehrfach telefonisch unterhalten, wir haben uns persönlich getroffen. Ich muss trotzdem ablesen, weil es sind so viele Dinge, die ich über Holger gesagt habe. Ja, komm ruhig vor. Also es ist einfach ein sehr, sehr spannender, abwechselnder, wechslungsreicher Lebenslauf. Ich möchte mal kurz teilen. Für die alten Handballbegeisterten, vielleicht erkennen Sie ihn wieder, früher Handballprofi und Kapitän bei Flensburg-Handewitt, im normalen Leben dann Architekt. Mit interessanten Ideen und Sichtweisen, die er dann durchaus auch an anderen Stellen nebenberuflich als Spieleautor, Erfinder, Berater und Trainer sehr erfolgreich umgesetzt hat. Mal so ein bisschen auch mal zu zeigen, was bestes Geschicklichkeitsspiel des Jahres, Unternehmer der Woche beim Handelsblatt und so weiter und so weiter. Dann ist er noch Humor- und Lach-Yoga-Trainer, das hast du mir damals verschwiegen, das wollte ich dich noch ein paar Sachen zu fragen. Und Alltagsexperimentator und Lebenslotse. Damit tourst du momentan durch Deutschland. Also ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, um über das Thema Leben zu sprechen. Und das Thema Geld hast du aber auch unheimlich viel zu berichten. Das Thema Alltagsexperimentator, mal einige Monate ohne Geld gelebt, lange Jahre sogar ohne Konto. Das immer noch. Daher bestimmt extrem viele spannende Ansichten, die du jetzt mit uns teilen könntest. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Moin, moin. Oder wir sagen ja in Deutschland immer moin, egal wann. Und ich freue mich wirklich, dass eine Bank es wagt, mich einzuladen. Ne? Ja, finde ich mutig und ja, Liebe wird aus Mut gemacht, habe ich mal gelernt. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir komplett umdenken und neue Ansätze schaffen. Und ich experimentiere tatsächlich auch mit Geld seit über 20 Jahren. Nur so, das ist natürlich schon das Bestechungsgeld für die Leute, die zu mir an den Tisch kommen. Ja, habe ich mit, selbst gedruckt. Also, ja, wir haben spielerischer damit umzugehen. Das ist erstmal keine Angst mehr davor zu haben, kein Geld zu haben. Denn das schöne Leben, sage ich mal, so nenne ich es, die Rolle des Geldes, wenn es eine Hauptrolle spielt im Leben, dann wird die Qualität des Lebens weniger.
Und je kleiner die Rolle, am besten sollte es, bei mir spielt es inzwischen wirklich eine Statistenrolle, weil ich mein Leben so organisiert habe, dass ich sehr wenig brauche und trotzdem es genieße, auch mal mit viel Geld zu hantieren. Also das ist überhaupt kein Problem. So, und wer das gelernt hat, mit wenig auszukommen, da ist Angst vor Armut dann nicht mehr da. Ich habe es einmal zu trainieren und das habe ich im Alltag zu trainieren. Nicht mal so ein Wochenende, sondern ich habe es 4 Monate wirklich durchgezogen und habe mich organisiert. Und all die Kleinigkeiten, die im Leben dann so auffallen, wo wir sonst so einfach kurz mal bezahlen, die habe ich dann schon Anfang der 90er irgendwie anders organisiert. Und da kann ich ja so ganz viel helfen, wenn jemand mal so ein Experiment machen will. Also, zur Sache. Also, meine Seminare laufen, der Untertitel heißt immer Schluss mit Ernst, jetzt wird es sachlich, weil ich stelle fest, dort, wo die Menschen ernst werden, da wird es verkrampft und dort haben die Menschen weniger Mut zur Sachlichkeit. Und deshalb habe ich etwas mitgebracht, natürlich auch, ich habe immer meine Wundertüten dabei. Ich gehe zum Beispiel in Rendsburg, da komme ich her, jetzt zur Weihnachtszeit gerne rum und habe dann immer so eine Tasche dabei und frage dann zum Beispiel die Marktfrauen oder da, wo ich sonst immer so vorbeikomme und bringe denen was zu Weihnachten. Das ist für die völlig neu, dass die irgendwie da was kriegen. Und dann frage ich, zum Beispiel habe ich im letzten Jahr dann gefragt, was möchtest du lieber, Zeit oder Geld? Was möchtest du denn lieber, Zeit oder Geld? Zeit, gut, habe ich da. Das ist eine Flasche Zeit, ja. Das ist Rotzeit, ja, eine Flasche Zeit. Ich hatte, das kannst du heute Abend genießen, da steht drauf, wie man es macht. Und dann habe ich natürlich für die andere Antwort auch Geld, Trinkgeld. Auch diese Etikette, macht euch das Thema, macht selbst zum Thema einfach lustige Dinge oder, ja, nimm mit, falls jemand Geld braucht. Und so. Das sind zum Beispiel ganz praktische Dinge. Ich probiere einfach, die Angst vor dem Thema zu nehmen, indem ich einfach ein bisschen Heiterkeit da reinbringe. Und dann werden die Menschen offener und entdecken plötzlich selbst Ideen. Und dann grundsätzlich zu Regeländerungen im Alltag. Also ich bin mit diesen Dingen angefangen, ich hatte auch so einen entscheidenden Lebenseinschnitt wie Josephine. Nur ich wurde nicht Mutter, sondern ich kam in eine Sinnkrise durch Scheidung. Also eine Frau war irgendwie auch beteiligt. Und dann habe ich also Haus verkaufen und bin dann wirklich bei Null angefangen und habe das Glück gehabt, einen guten Mentor zu haben, um aus dieser Krise rauszukommen. Das war Kurt Bendlin. Vielleicht kennen die Alten ihn noch, ein alter Zehnkampf-Weltmeister. Der ist jetzt auch 70 oder 75. Und mit dem habe ich im Wald gelebt. 2 Wochen lang ohne irgendetwas im Malenta-Wald und nur von dem gelebt, was der Wald hergibt. Und das war für mich so eine Erleuchtung, sage ich mal. Meine Güte, wie wenig brauche ich eigentlich? Und dann habe ich gekündigt und bin also angefangen, die Zeit ohne Geld, und fing dann an, diese Ergebnisse oder diese Erlebnisse dann Menschen zu erklären und wurde von Firmen dann gefragt, Mensch, erzähl doch mal in unserer Firma darüber und so weiter. Und Alltagsregeln, dann ein Ziel hatte ich jetzt, ich habe alles erreicht im Sport, im Beruf, alles lief bestens, nur mit dem anderen Geschlecht, das klappte nicht. Und da habe ich dann als Spielerautor eben angefangen, Regeln für mich aufzustellen, wie ich mit einer Frau überhaupt zusammenleben will. Und ob es die dann gibt, die diese Regeln gut findet. Und da habe ich also 7 Jahre gebraucht, bis ich dann die richtige fand, die also auch, das ist ja eine geile Idee, lass uns das mal probieren, und haben diese Regeln verfeinert und ein kleines Büchlein draus gemacht, Leben ohne Missverständnis. Und da sagen dann alle, das geht nicht mit dem anderen Geschlecht. Ich sage, es geht. Und meine Frau sagt es euch auch, also es geht. Die Regeln müssen nur klar sein. Jan Miller hier von der Triodos, dadurch bin ich ja auch letztendlich hier, über Jan auch schon mal so ein bisschen da drin rumgeschnuppert in diesen Regeln. Also außerdem habe ich dann Regeln für Schulen gefunden, um die Motivation der Kinder zu erhöhen, deutlich zu erhöhen. In Schleswig-Holstein hat die Schule, mit der ich das machen durfte, inzwischen den Präventionspreis für
Prävention Gewalt und Verletzung. Also wir hatten im Sport nachher keine Verletzung mehr und die Leistungen wurden trotzdem besser. Also nur durch Regeländerung, darüber werde ich berichten, welche Regeln das sind, die auch die Lernfähigkeit deutlich steigern. Ganz einfache Regeln, unabhängig vom Fach. Wir müssen nur elementare Regeln ganz vorne an ändern. Und das ist, denke ich, ist beim Geldwesen auch so. Ganz vorne an sitzt der Fehler, nicht irgendwo mittendrin. Ich denke, da kommen wir vielleicht heute ein Stück weiter. Ja, ich freue mich auf den Abend. Danke. Als nächstes möchte ich kurz noch Reinhold Vollmer vorstellen. Reinhold haben wir bei einem Unternehmensausflug der Drittelsbank kennengelernt und haben was sehr Interessantes gelernt. Und zwar hat Reinhold ein soziales Experiment gestartet auf einem Hof in der Nähe von Darmstadt. Die Ortskundigen mögen Sie verzeihen, aber es ist so die grobe Richtung. Grundlage ist ein Stück Land, das biodynamisch bearbeitet wird und wo auch mit Tieren gearbeitet wird. Beteiligen kann sich jeder. Teilweise es gibt auch Schulprojekte mit Klassen, das jetzt schon relativ lange läuft. Und das Wichtigste ist das Ziel, Erfahrung und Impulse gemeinsam zu machen, indem man sich frei beteiligen kann. Also es gibt keinen Schichtplan, sondern man kann beitragen dazu, was man kann und was man möchte. Und damit wurden unvoreingenommene, flexible Strukturen aufgebaut, mit der Idee, eine gesellschaftliche Alternative zu schaffen, wie man lebendige Bereiche wie Bildung, Kunst, Ernährung, Tiere von dem Einfluss der Wirtschaft entkoppeln kann. Das war jetzt ein langer Satz. Da wird uns jetzt Reinhold ein bisschen mehr zu erzählen, was so dahinter steckt und seine Sicht auf ein gutes Leben. Vielen Dank. Ich habe mir einen Notizzettel mitgenommen, um irgendwie am Thema bleiben zu können. Das sind auch wirklich nur Stichpunkte, die, hoffe ich, dazu einladen, indem ich diesen Punkt versuche zu greifen, euch mitzunehmen, dass ich euch jetzt nicht einfach das runterrassel, sondern es irgendwie im Lebendigen halte. Ja, wie Florian erwähnt hat, ein paar Leute von der Triodos waren bei uns am Hof, darüber haben die unser Projekt kennengelernt. Ist also durch Erfahrungen und durch praktische Erfahrungen ist das entstanden, worüber ich jetzt auch erzählen will. Die zwei Fragen, an denen habe ich mich jetzt stark orientiert. Das war einmal, was ist ein sinnvolles Leben und was spielt Geld darin für eine Rolle? Ich fange mit dem zweiten Punkt an, um dann in den ersten hineinzugleiten gewissermaßen. Wenn wir die Gesellschaft, sind jetzt meine Gedanken und mein Thema, das ist jetzt, möchte ich nochmal kurz dazu sagen, nicht persönlich, sondern einfach, es ist aus inneren Verständnissen kommt und keine Gesetzmäßigkeiten, die jetzt Anspruch auf Richtigkeit erheben. Ja. Wenn wir jetzt die Gesellschaft anschauen und drei Bereiche untergliedern, in den Wirtschaftsbereich, den Rechtsbereich und den lebendigen, den geistigen Bereich, dann sehe ich die Rechtsebene so ein bisschen als Mittler zwischen Wirtschaft und der lebendigen Ebene. Und auf diesen, das hilft mir, eine Einsicht zu kriegen, wo ich mir die Frage stelle, welche Aufgabe spielt die Wirtschaft eigentlich für das Lebendige? Welche Rolle spielt das Geld? Und meiner Auffassung nach ist die Aufgabe vom Geld, von der Wirtschaft, letztendlich der Lebendigkeit, dem Geistigen zum Wohle zu gereichen. Letztendlich physisch für das leibliche Wohl zu sorgen, eines jeden. Wir haben jetzt irgendwie das Geld als Tauschmittel, schon viele, viele Jahre, letztendlich um geistige, um lebendige Impulse irgendwo handelbar zu machen. Ja, auch Ware natürlich, aber am Ende geht es zurück auf lebendig und geistige Impulse, Gedanken, Lebensmittel, Produkte dieser Art. Ich glaube aber nicht, dass der Ansatz ursprünglich war, das Geld zu verwenden, um aus dem lebendigen Materialismus zu erschaffen. Das ist, wie ich es heute wahrnehme. Wir nehmen also geistige Impulse, Gedanken und auch Lebensmittel oder Tiere und fangen an, die zu Wirtschaftsorganen zu machen, die wiederum dadurch ihre Lebendigkeit verlieren und zu einem Wert werden. Ja. Darin geht aber die Lebendigkeit verloren und das Geld fängt aber an, da zu sein und es entsteht eine materialistische Weltsituation. Lebendige Impulse werden quasi materialisiert. Wir haben dreimal so viel Lebensmittel auf der Welt, wie wir bräuchten, um die Gesamtbevölkerung zu ernähren. Mehr als 80% dessen, was hergestellt wird, wird nach einmaliger oder keinmaliger Nutzung wieder entsorgt.
Wir haben genug Lebensmittel, wir haben absolut genug Produkte. Es wäre genug da, um mehr als uns alle mit den üblichen Bedürfnissen zu versorgen. Es ist also irgendwo eine Frage der Umverteilung. Und wenn ich die Umverteilung gescheit organisiere, könnte auf einmal Raum entstehen, um letztendlich die lebendigen Impulse wieder den Lebendigen zuzuführen und darin wirksam zu werden, kreativ. Man würde quasi weniger schaffen, das Lebendige in Materialismus umzuwandeln, sondern könnte mehr im Tun, im Erleben, im Erfahrung, im Sozialen, in der Begegnung, in der Pflege von Lebendorganismen wieder Aufmerksamkeit hineinbringen. Und dazu noch kurz, die Sozialausgaben dieses Landes sind mittlerweile so hoch, dass wir jeden Bürger mit 800 bis 1000 Euro Grundeinkommen versorgen könnten. Ich sehe nicht, dass die Not da ist, noch mehr Material zu erschaffen aus Lebendigen. Es ist genug da, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Ja, eingangs der Gedanke, ich finde Geld, Materialismus sollte dafür da sein, Maschinengeräte, um das leibliche Wohl zu erleichtern. Und es ist genug von allem da. Jetzt gehe ich quasi über in den zweiten Gedanken, was bedeutet dann ein gutes Leben? Sorgenfrei. Ja, und ich beziehe das auf eine Welt, also auf jeden Bürger am liebsten, jeden Menschen. Sorgenfrei, Teil einer sich selbst tragenden Gemeinschaft sein zu können, in Achtung und in der Priorität wieder den lebendigen Bereichen gegenüber. Ich sehe, dass das funktionieren kann, über diese Zahlen, die ich euch kurz reingeschmissen habe, die lebendigen Bereiche wieder zu nähren, zu füllen und gesunden zu lassen. Und ja, wie es erwähnt worden ist mit dem Projekt, das wir dort jetzt im dritten, ins vierte Jahr hinüber haben, ist das in verschiedenen Bereichen, es taucht eine Schule auf, Tiere, Pflanzen, Menschen, eine Gruppe von ungefähr 80 Leuten drumherum. Was wir tun, ist letztendlich Geld wieder dem Lebendigen zu überführen, also den Umkehrprozess. Da spielen die Dinge, die wir vorhin gehört haben, Vertrauen ins Leben, eine Absicht, irgendwo wieder wirksam zu werden, in sinnhafter Weise eine große Rolle. Dinge, die man nicht mehr kaufen kann. Und, aber Geld ist genug da und wir widmen uns nun wieder diesen lebendigen Bereichen, um einen Ort erlebbar zu machen für die Außenwelt, wo nicht mehr das Geld im Mittelpunkt steht, sondern wieder lebendigen Bereiche als erlebbare Alternative. Das ist es. Danke. Kommen wir zu unserem letzten, wie es so schön heißt, last but not least, Rainer Voss. Rainer Voss ist ehemaliger Investmentbanker und der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus seiner Beteiligung an dem Film Masters of the Universe. Das ist ein preisgekrönter Dokumentarfilm aus 2013. Und für die, die den Film nicht kennen, anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, ist es kein actiongeladener Hollywood-Streifen. Im Gegenteil, es ist eigentlich total langweilig. Es ist eine Person, ein Raum, also ein Gebäude, eine Bank. Also kein wie heißt es so schön, pyrotechnisches Spektakel. Der Film bezieht seine Brisanz und seine Spannung aus dem Thema. Nämlich, Herr Voss war der Einzige, der laut Regisseur Mark Bauder, der einzige Banker, der sich bereit erklärt hat, daran teilzunehmen. Und er erzählt ein bisschen aus seiner Sicht zum Thema Finanzkrise, Finanzmärkte, wie es dazu kommen konnte, zur Krise, nicht zu den Märkten. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Vielen Dank. Ja, das Thema heute Abend ist ja ein anderes und ich werde vielleicht ein bisschen mehr über Geld reden als die anderen, das werden Sie verstehen, das liegt in der Natur der Sache. Meine Lehrer haben mich früher immer für was ganz furchtbar gehasst, weil ich alle Fragen, die mir gestellt wurden, oder Aufgaben frei interpretiert habe, wenn sie mir nicht gefallen haben. Ich habe das heute Abend auch mal gemacht, weil die Frage ist ja, welche Rolle spielt Geld für ein gutes Leben? Und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich so, dass Geld unsere Vorstellung von einem guten Leben beeinflusst? Das heißt, wie so eine Heisenbergsche Unschärferelation quasi Einfluss darauf nimmt, was wir uns eigentlich einem schönen Leben vorstellen. Bevor man die Frage nach der Rolle des Geldes für ein gutes Leben beantworten kann, und die Frage ist, kann man das überhaupt, muss man zunächst die Frage beantworten, was ein gutes Leben ist. Jedem von uns wird hierzu eine individuelle Antwort einfallen, die von Sozialisation und eigener Lebenssituation geprägt sein wird.
Für den einen kann dies ein Leben in materiellem Wohlstand sein und dem ist auch nichts auszusetzen. Andere schätzen Geld als Medium, um anderen Menschen zu helfen, ihnen Freude zu bereiten. Für wieder andere bedeutet Geld frei und ungezwungen, über ihre Geschicke bestimmen zu können. Hier kommt übrigens unserem Gastgeber eine ganz große Rolle zu, Menschen darauf zurückzuwerfen, sich überhaupt mal Gedanken über Geld zu machen. Ich weiß nicht mehr, ich habe einmal mit Herrn Schürmann und auch mit dem Kollegen von der GLS Bank auf dem Podium gesessen und da wurde mir erzählt, dass die Leute unheimlich hadern mit diesen Kontoeröffnungsanträgen, wo man ankreuzen muss, was man will. Leider haben sie eine Spalte Sonstiges, die offensichtlich 70% der Leute ankreuzen. Aber mir wurde auch berichtet, und das kann Ihr Kollege gewesen sein oder irgendjemand anders, dass Leute im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, also 50 plus, ne, die auch schon einen gewissen Wohlstand erreicht haben, sich zum ersten Mal in ihrem Leben abends mit ihren Freunden treffen, am Tisch sitzen und sich Gedanken darüber machen, was Geld für sie bedeutet. Man hat vorher geredet über Autos, Urlaubsreisen, welches Haus man kauft. Aber was Geld für sie bedeutet, es ist nie diskutiert worden. Und da finde ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Rolle, die eigentlich viel zu wenig erwähnt wird, die Sie und Ihre Kollegen einnehmen. Ich finde das extrem wichtig. Hier also zunächst meine persönliche Sicht dessen, was ein gutes Leben ausmacht. Das Alter, so geht's besser. Es gibt ein interessantes Talkshow-Format im österreichischen Fernsehen, in dem der Kabarettist Roland Düringer verschiedenen Prominenten immer dieselben Fragen stellt. Unter anderem die nach dem, was ein gutes Leben bedeutet und wie man sich eine gültige Stimme verschafft. So heißt auch die Sendung. Neben der Abwesenheit von Krankheit und Armut, für beides ist Geld ein nicht unwesentlicher Faktor, scheint mir die Möglichkeit, frei über sein Leben zu bestimmen, ein wichtiger Faktor zu sein. Wir sind hier nah bei Dostojewski, der sagte, Geld sei geprägte Freiheit. Eine gültige Stimme zu haben, sich Gehör verschaffen zu können, ist sicherlich auch elementar für ein gutes Leben. Auch hier hilft sicherlich Geld, wenngleich es nicht die einzige Voraussetzung ist, sondern man sollte auch etwas zu sagen haben. Was für mich noch persönlich wichtig wäre, wäre, dass ich versuche, mein Leben durchzukriegen, ohne andere Menschen physisch oder psychisch zu verletzen. Ich glaube, das ist sehr schwierig, aber zumindest kann man da Schadensbegrenzung betreiben. An den Universitäten wird uns beigebracht, dass Geld dazu taugt, Werte aufzubewahren, den Tausch von Waren zu erleichtern und vieles mehr. Worüber aber nicht gesprochen wird, ist die verhängnisvolle Wechselwirkung zwischen dem Geld und der menschlichen Psyche, seine Funktion als Fetisch. Wir tun so, als könnten wir frei entscheiden, was ein gutes Leben ist. Aber ist es nicht eher so, dass erst die Existenz des Geldes materiellen Wohlstand in die Gleichung einführt und damit sozusagen die spirituelle Reinheit der Vorstellung eines guten Lebens verschmutzt? Das wäre, was der Volksmund sagt. Geld verdirbt den Charakter. Aber kann es nicht auch sein, dass es andersherum ist? Wussten Sie, dass Probanden, die vor einem Bildschirmschoner sitzen, der Geldscheine zeigt, eine größere Distanz zu den anderen im Raum anwesenden Personen suchen? Schon der Anblick eines Geldstapels hat in Laborexperimenten den Effekt, dass Menschen schneller mogeln. Aber am faszinierendsten finde ich eine Studie aus Polen. Die zu untersuchende Frage ist im Kern jene, mit der wir uns hier beschäftigen. Werden durch die Einführung von Geld Verhaltensänderungen bei Menschen ausgelöst, weil man auf die Funktion des Geldes kapriziert, sich Wünsche erfüllen zu können? Oder projizieren wir Dinge in das Geld hinein, die nichts mit seinen ursprünglichen Funktionen als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel zu tun haben? Anders ausgedrückt, kann es sein, dass die Anwesenheit von Geld unsere Vorstellung dessen, was gutes Leben ist, beeinflusst? Entscheiden wir frei darüber, was ein gutes Leben ist? Die polnischen Forscher haben Gruppenexperimente an Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren durchgeführt, denn erst ab circa dem 7. Lebensjahr verstehen Kinder die Idee des Geldes, den Wert einer Banknote. Man ließ eine Testgruppe Münzen sortieren, eine andere Knöpfe. Bei anschließenden Konzentrations- und Geschicklichkeitsübungen zeigte sich, dass die Kinder, die vorher Münzen sortiert haben, ausdauernder waren und nicht so schnell aufgaben. Daraus leitete man zunächst Regel 1 ab. Wer an Geld denkt, strengt sich mehr an. Jetzt wird's gruselig. Bittet man Kinder, die Münzen sortiert haben, anderen Kindern zu helfen, so sind sie weniger hilfsbereit als die Kinder, die nur Knöpfe sortiert haben. Ohne jetzt weiter in Details gehen zu wollen, hat man in weiteren Experimenten beweisen können, dass es nicht die Idee vom Wert des Geldes ist, dass dieses Verhalten erzeugt, sondern das Geld an sich. Aber warum ist das so? Offenbar löst der Anblick des Geldes ein bestimmtes soziales Rollenverhalten aus. Einfach ausgedrückt hat der Mensch immer die Möglichkeit, zwischen 2 Rollenmodellen zu wählen.
ein wettbewerbliches, bei dem Leistung gegen Leistung getauscht wird, und ein soziales, bei dem man einander beisteht und sich hilft. Es scheint so zu sein, dass der Anblick von Geld die Entscheidung für die wettbewerbliche Variante präjudiziert. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel hat das mal so formuliert: Wir müssen uns fragen, wo Märkte hingehören und wo nicht. Dazu gehört, die Frage zu erörtern, was der Sinn und der Unsinn materieller Güter ist und welche Werte sie beherrschen sollen. Man könnte also provokant formulieren, dass die Existenz von Geld das Führen eines guten Lebens erschwert, ja gar unmöglich macht. Was aber, wenn Dostojewski doch recht hat und Geld geprägte Freiheit ist, dann bedeutet die Abwesenheit von Geld Unfreiheit. Nur die Existenz von Geld ermöglicht demnach ein aufgeklärtes, nicht fremdbestimmtes Leben. Ein Argument, das unbedingt zur Bejahung eines bedingungslosen Grundeinkommens führen muss. Zum Abschluss noch eine Anekdote. Während der Conquista, der Eroberung Südamerikas durch die Spanier, fragte irgendwann Montezuma, der Aztekenkönig, für den Gold keinen materiellen Wert hatte. Die Azteken haben das nur auf ihre Staaten drauf gedengelt, aber es war hatte keinen materiellen Wert. Fragt Hernando Cortés, den spanischen Konquistador, warum er sich so sehr für dieses gelbe Metall interessiere. Cortés antwortete, dass die Spanier an einer Herzkrankheit litten, die nur mit Gold zu kurieren sei. Mir scheint es eher so zu sein, dass Geld krank macht, statt zu heilen. Das war's von meiner Seite. Danke. So, vielen Dank. Das war die quasi Einführung unserer Redner. Jetzt möchte ich Sie herzlich einladen, an den Tischen mit den Rednern noch ins Gespräch zu kommen. Tauschen Sie sich aus von dem, was Sie gehört haben. Stimmen Sie überein? Haben Sie Ergänzungen? Sind Sie total dagegen? Viel Spaß beim Diskutieren. Ich würde das Ganze jetzt doch gern einmal noch mal kurz wieder zusammenführen, die einzelnen Gespräche. Was waren hier so die ein, zwei wichtigsten Dinge, die besprochen worden sind? Was möchten Sie noch mit allen nochmal teilen? Zuerst haben wir ein bisschen das Projekt angeschaut, Fragen vertieft, sehr konkrete Beispiele angeschaut. Das ist dann aber auch übergegangen in die Grundfragen der Idee, die Vision und dann letztendlich umfassendere Situationen anzuschauen, die die Leute mit reingebracht haben an Beispielen und dann an Themen. Ein bisschen immer noch die Grundlage, wie kriegen wir das Lebendige natürlich entkoppelt zur Wirtschaft. Haben uns wirklich sehr persönlich ausgetauscht und am Ende, das fand ich ein tolles Beispiel, mich hat es sehr berührt, von Frau Winkler von Neukokredit, die Frage eben nicht nach der Grabrede, sondern eine Leitfrage sich mal vorzunehmen, welche Rede wünsche ich mir denn zu meinem 60. Geburtstag? Wofür möchte ich in Erinnerung bleiben, was soll von mir bleiben, was wünsche ich mir auch, was andere über mich sagen. Und dass das so auch eine Technik sein kann, dem wirklich wichtigen Dingen näher zu kommen. Und wir haben uns aber auch viel darüber unterhalten, über den Mut und über die Schwierigkeit loszulassen. Und ich bin, Josephine, das war noch nicht ganz auf die Schliche gekommen, wie sie das geschafft hat, diese unglaubliche Top-Position als Anwältin aufzugeben. Genau, also es war natürlich spannend hier bei uns. Wir haben darüber gesprochen, wie wir denn von solchen Extremen wegkommen, also jetzt ganz ohne Geld, ganz auch schon krasse, extreme Lebensstile, und wie können wir dann eigentlich in unserem normalen Umfeld verantwortlich leben? Das war so eine Frage, die uns beschäftigt hat, und da gab es ganz viele Beispiele von einem Leben ohne Auto über bei welcher Bank sollte ich denn mein Konto eröffnen? Ich sage Ihnen auch nicht, welche es war, die hier genannt wurde. Also das waren eigentlich so ein bisschen die Fragen, was bedeutet das für uns jetzt konkret, diese ganzen Fragen? So, wir haben erstmal Freude erzeugt und sind in die Basics gegangen, eben Sprache und Geld darüber. Nur ich möchte jetzt hier dieses Schlussplädoyer hier sozusagen nutzen, um den Zettel, den ich eigentlich gerade eben vorlesen wollte, jetzt vorlesen, was das gute Leben betrifft. Also mein A und O für ein gutes Leben mit und ohne Geld ist erstmal das Wort halten, das Trauen und der Mut, die Geduld und Dank, Fairness, denn wo faire Regeln sind, da sind Menschen fair.
den Humor und die heitere Sachlichkeit. Das haben wir hauptsächlich hier geübt. Und dann das Geben, auch und besonders das Geld geben, ohne Erwartung und ohne Schuldgefühl zu erzeugen. Die Aufklärung, zum Beispiel, dass Geld nicht erfunden wurde, um den Tausch zu vereinfachen. Und dann natürlich druckt euer eigenes Geld und experimentiert damit. So, das Minimieren, damit es in ein gutes Leben wird, minimiert, ich sage nicht, schafft es ab, minimiert das Auf, Ab, Ver- und Berechnen. Berechnende Menschen zerstören die Welt. Das Sparen, alles was Sparen ist, das hat Michael Ende so schön bei Momo erklärt, alles was Sparen ist, stehlen wir den Kindern. Weniger tauschen, mehr geben. Hört auf zu fordern, denn im Leistungssport, das habe ich hier auch erklärt, ist der Grundsatz, je mehr gefordert wird, desto weniger kann der andere geben. Und habt den Mut, Verantwortung abzulehnen. Das meine ich so. Das ist ein Satz von Joseph Beuys. Wahrheit oder Pflicht. Ja, und dann lebt in Unsicherheit, habt den Mut zur Freiheit, denn Freiheit bedeutet Unsicherheit. Das ist ein gutes Leben. Mal Herz klopfen, aber es ist ein gutes Leben. Wer da mal das trainieren will, kann sich gerne melden. Also, Schluss mit Ernst, jetzt wird es sachlich. Ja, also wenn ich das richtig wiedergebe, dann ging das hier hin und her. Wir haben uns hauptsächlich darüber unterhalten, was Geld mit Menschen macht und ob Geld eine neutrale Substanz ist oder ob sie Menschen verändert. Sind aber auch, glaube ich, nicht so richtig zum Schluss gekommen und sind vor allem an der Frage gescheitert, was denn aus den Feststellungen, die wir hier gemacht haben, an konkreten Handlungsalternativen abzuleiten ist. Ich bin da auch noch etwas ratlos. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, weil das vielleicht so untergegangen ist, was der Holger sagte, das ist extrem wichtig, weil wir leben ja alle in diesen Narrativen. Ne? Also da haben sich dann irgendwann Leute getroffen und die haben angefangen, Dinge zu tauschen und das ging nicht. Und dann haben die sich wieder getroffen. Und dann 50 Jahre lang haben sie sich getroffen, da war einer ganz schlau und hat das Geld erfunden. Was für ein Quatsch. Also, ganz wichtig, das Geld basiert nicht auf dem Tauschen, es ist andersrum. Und das Zweite, zum Beispiel, dass Banken Einlagen brauchen, um Kredite zu geben, das ist auch so ein gern genanntes Narrativ. Ganz wichtig zum Verstehen des Geldsystems, dass das nicht nötig ist. Das wollte ich nochmal kurz anmerken, weil viele Leute in diesem Glauben verhaftet sind.